Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Endlich mal wieder einer weiteren Karte der Edain-Mod. Und bevor wir heute mit der Karte Nanduirion starten, muss ich natürlich eine riesige Entschuldigung an euch da draußen raushauen, die ihr so lange warten musstet. Ich glaube, fast ein Jahr ist es jetzt hier, seitdem das letzte Video auf diesem Kanal erschienen ist. Und ja, es tut mir natürlich sehr leid, dass ich euch im Unklaren gelassen habe, keine Infos rausgegeben habe. Es ist eine ganze Menge in der Zeit passiert. Ich bin umgezogen, wieder zurückgezogen. Ich war krankheitsmäßig eine längere Zeit im Krankenhaus, habe mir dann auch noch zuletzt beim Skifahren Elle und Speiche gebrochen. Also da ist irgendwie so einiges zusammengekommen in letzter Zeit. Ich muss auch ganz ehrlich gesagt sagen, dass mir oft irgendwie die Motivation wieder zum Aufnehmen gefehlt hat. Aber jetzt hatte ich mal wieder richtig Bock auf eine gediegene Schlacht in Schlacht um Mittelerde 2, unserem Let's Play der Edain-Mod-Karten. Und da habe ich dann auch noch gesehen, welche Karte als nächstes ansteht. Die haben wir tatsächlich schon mal in der Edain-Mod-Völkervorstellung gespielt. Damals haben wir die Zwerge Erebors in die Schlacht geführt. Heute werden es natürlich wieder die Zwerge sein hier in Nanduirion, aber diesmal, wie ihr schon an der Farbe sehen könnt, die Zwerge Eredluins, mit denen wir spielen werden. Ich muss mal gucken, wie regelmäßig in Zukunft jetzt Videos kommen werden. Bitte nagelt mich nicht drauf fest, ich hatte gerade einfach wieder extrem Lust, mal wieder was rauszuhauen für euch. Mal sehen, inwieweit ich dann auch die anderen Let's Plays wieder vorantreibe oder erstmal nur Summen oder vielleicht was ganz Neues mache. Wir werden einfach mal schauen und freut euch einfach mit mir auf dieses epische Battle, was wir heute vor uns haben. Ihr seht, 8 Spieler, also die maximale Spieleranzahl, ist hier mit von der Partie. Wir selber treten, wie schon gesagt, mit den Zwergen. Eredluins aus den Blauen Bergen, an unserer Seite natürlich die Elben Lothloriens, wie es auch in der Schlacht der 5 Heere war, wo ja Elben, ja, des Düsterwaldes Lothloriens an der Seite von den Zwergen, die sich im Erebor verschanzt haben, um Thorin Eichenschild und den Zwergen der Eisenberge gekämpft haben, gegen Mordor. Hier wird es ein wenig anders sein, in dem Fall ist es die Schlacht der 8 Heere, weil wir 8 Spieler haben. 2 weitere Zwergenspieler an unserer Seite, alle 3 Teammates natürlich auf brutal dem höchsten Schwierigkeitsgrad, aber auch unsere 4 Feinde, die sich in anderen Teams zusammengeschlossen haben, sind allesamt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, nämlich eben brutal. Da haben wir natürlich einmal Mordor, einmal Angmar und noch 2 Mordor, das heißt 3 Zwerge und einmal Lothlorien gegen 3 Mordor und einmal Angmar. Sollte ein spannendes Match werden. Ich hoffe, ich komme ganz gut wieder rein. Ich habe auch ziemlich genau ein Jahr nicht mehr Edain-Mod gespielt, seitdem ich das letzte Mal eben diese Folge der Völkervorstellung von Imladris aufgenommen habe. Spielanstellungen sind natürlich die legendären Helden. Hier müssen die Helden der Gemeinschaft durchfegen, der Zwergengemeinschaft. Und deswegen würde ich vorschlagen, legen wir direkt los mit Nanduirion. Auf geht's! Nanduirion, dieses Tal, war der Schauplatz der Entscheidungsschlacht zwischen Zwergen und Orks. Startposition Lager, Erweiterungspunkte, 5 Vorposten und 34 Siedlungen, wilde Kreaturen, Drachen, Orks, Trolle und Waage. Habe ich eben, glaube ich, gar nicht vorgelesen, daran merkt man schon, ich bin nicht mehr so richtig drin. Aber was ich noch weiß, ist, dass wir schön erstmal unseren Verbündeten ihre Gehöftsplätze wegnehmen. Wir gehen natürlich auf Eredluin als führendes Zwergenreich mit dem Spielprinzip der Geschwindigkeit und rekrutieren als erstes Bilbo, den tapferen Gefährten Thorins aus dem Auenland. Jetzt wird gekämpft. So, gebt Stoff. Wir müssen aufbrechen. Zack, da schon mal ein Minenschacht hin. Sehr gut. Bilbo sollte dann auch gleich am Start sein. Ich bin ein Meister, Hobbit. Gut, Meister Hobbit. Zwerge! Los! Dann mal los. Hier haben wir Zwerge des Erebor. Hier nochmal Zwerge Eredluins. Und hier Feinde. Das passt doch sehr gut zusammen. Gut, da haben die Elben auch noch nichts gebaut. Wo ist ein Höhlentroll? Da ist ein Höhlentroll, gut. Kennen wir uns? Den wirst du gleich mal attackieren, mein lieber Bilbo. Zwerge! Gut, da ist was gebaut. Da könnten wir noch was bauen. Da könnte noch was gebaut werden. Das ist gut. Hey, ihr Schweine. Sie heißen unsere Gemeinde. Ihr seid doch Schweine. Ich bin ein Hobbit aus dem Auenland. Großartig. Nicht so offensiv, mein lieber Bilbo.
Ich bin ein Beutlin aus Beutelset. So. Zack, nächster Minenschacht. Ich baue jetzt Minenschächte, weil, wie ihr sicherlich wisst, ich glaube, wir müssen jetzt mal unsere Base ein bisschen verteidigen. Wie ihr sicherlich wisst, ist es ja so, dass Verdammt. Nein, tut es nicht, Elben. Na gut. Dass die Minenschächte bessere Boni bringen als die Sägewerke, auch wenn die Sägewerke hier gut passen würden auf dieser Map. Aber das finde ich halt irgendwie sinnvoller, wenn wir die am Start haben. So. Mit vier verschiedenen Türmen sollten wir jetzt hier eigentlich solidesten Schaden machen gegen die Angreifer. Bin ich der Meinung. Wir können auch gleich mal das Zwergenbier ranholen. Heilung ist auf jeden Fall bei legendären Helden immer eine sehr wichtige Komponente. Hier hätten wir auch noch eine ganze Menge. Aber es reißen sich jetzt wahrscheinlich Los Elbos unter die langfingerigen Hände. Alter! Zitadelle bekommt aber doch mehr Damage, als ich mir das jetzt ausgerechnet hatte. Okay. Macht euch bereit, Zwerge. Haben sie einfach mal meine Zitadelle geplättet. Alles klar. Schweine. Alles Nutten außer Mami. Ein Berg. So. Einen Moment. Egal. Auf ins Getümmel. Dann versuchen wir uns bei den Zwergen und Elben da unten zu beteiligen. Ordentlich Minenschächte haben wir jetzt auf jeden Fall. Was ist los? So, der Höhlentroll ist gleich down. Sehr gut. Gib mir einen Moment. Das heißt, wir können da mal mit drauf gehen. Und gleich. Tja, müssen wir die Zitadelle reparieren, denn solange die zerstört ist, können wir auch nicht mal sowas machen. Also Fähigkeiten wirken. Das meinte ich mit sowas machen. Und das ist schon, ja, nicht so geil. Muss man so sagen. Oh. Eine Morgul-Festung. Alles klar. Das ist nicht so gut. Da oben haben wir noch einen Vorposten. Den könnten wir uns eigentlich unter den Nagel reißen. Den haben sich die Zwerge gerade schon geholt. Werden wir das machen? Wir gucken mal, wie viel wir hier vom Schatz abbekommen. Los, 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 Zwerge, ihr seid Zwerge. Das war jetzt nicht so viel, glaube ich. Okay. Die Zwerge, die Elben machen einen kurzen Prozess und bauen auch da was hin. Was ist mit den Orks hier drüben? Sie wollen unsere Gebäude. Vorsicht, der Drache spuckt Feuer. Okay, da sind noch Feinde. Wir bleiben erstmal ein bisschen zurück. Gut, und dann bauen wir hier jetzt mal eins, zwei, drei, vier Herdfeuer, um den maximalen Rabatt auf Helden zu bekommen. So, da werden ein paar Jungs aus Angmar verbrannt. Das passt aber soweit. Und hier wüten auch noch die Drachen. Jungs, ihr müsst den Zuchtmeister killen. Gut, die Elben bauen da schon fleißig. Woher auch immer die Rohstoffe haben, ich will es gar nicht wissen. Wir reißen alles nieder. Okay. Wir werden angegriffen. Und hier sind wir schon gut am Start. Verzeihung, kenne ich euch. Ich vermisse meine Bücher. Gut, das ist nicht gut. Da ziehen wir uns erstmal zurück mit Bilbo. Sonderlich viel Interesse an Abenteuern hat. Diese Morgul-Festung passt mir so gar nicht in den Kram. Gut, Bilbo. Was? Geh erstmal hier in den Minenschacht, dann beordere ich dich nach da oben. Wenn alle unsere Sachen fertig sind, dann kriegen wir auch richtig schönen Rabatt auf Thorin Eichenschild. Ihr seht, momentan sind es noch 2,6. Jetzt sind es nur noch 2.000 und gleich so 1.820. Sehr schön. Guten Abend. So, hier werden wir eigentlich alles solide ab. Die Morgul-Festung stört dann natürlich ein bisschen im Zentrum. Wenn wir die Elben hier tatsächlich vorrücken, würde ich tatsächlich hier gleich einen Vorposten hinbauen. Bilbo ist da angekommen, sehr schön. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Ich bin ein. Kann er sich nämlich mal schön an der Offensive da
beteiligen. Und hier ist noch alles easy. Bofur ist der nächste Held, den wir mit ins Boot holen. Und die Elben rücken hier gut vor. Sehr schön, ihr lebt auch noch. Denkt dran, euch die Schätze zu holen, dieses Ork Horts. Und ich denke, mit den Elben haben wir da einen ganz soliden Bündnispartner eigentlich. So, Thorin, du gehst mal damit drauf. Bilbo ist hier am Start. Bofur. Geht mal hier mit drauf. Ihr rückt hier weiter vor, gegen Angmar. Sie haben die Armee der Toten gerufen. So, der nächste Held wäre Balin. Auch wenn ich Dvalin natürlich ein bisschen geiler finde, ist er auch der teurere Held, aber das passt schon. So, da haben wir Helden Angmars. Die werden wir uns natürlich gleich holen. So, ihr geht hier in den Minenschacht. Es wurde gar nichts abgesagt. Bilbo, überlebst du? Es wäre ganz gut, wenn du überleben würdest gegen Durmat. Sehr schön. Auch Balin ist am Start. Wir haben ihr Lager entdeckt. So. Dann holen wir hier gleich mal unsere nächsten beiden Helden raus. Sie träumten von dem Tag, an dem die Zwerge ihre Bus ihre Heimat zurückerobern. Sehr schön. Bilbo auf Stufe 7, das heißt die Schätze des Meisterdiebes. Was ist los? Können getriggert werden. Alles in Ordnung? Einverstanden. So, Balin ist bereits in der Mine, das heißt, da können wir ihn rausholen. Wir können jetzt hier ein Haus des Bürgermeisters errichten. Und hier weiter gegen Angmar vorrücken. Das wäre natürlich nice, wenn wir gemeinsam mit den Elben Angmar plätten. Vorsicht, so. Zwerge! Der Feind ist hier! Es gibt keine Wahl. Da haben wir noch Enting, sehr schön. Sie wollen unsere Gebäude! Also bisher ist die Entwicklung wirklich grundsolide. Dieses Haus des Bürgermeisters, da werden wir natürlich auch Bart rekrutieren, denn die Menschen der Seestadt dürfen natürlich nicht fehlen, genauso wie Kili und Fili, die Neffen des Königs. So, wie sieht unser Haus des Bürgermeisters aus? Alles solide. Und hier können wir gleich einen Minenschacht bauen, damit wir so einen Held wie Balin, wenn wir ihn gleich rekrutieren, auch noch schnell an den Start holen können. Über die Minenschächte. Also dieses Minensystem der Zwerge, wenn man es einigermaßen nutzt, ist schon was Feines, wie ich immer wieder finde. Sehr schön. So. Zack. Ich vermisse meine Bücher. Was ist da? Okay, hier unten ist schon fette Action. Das Haus des Bürgermeisters ist ready. Dann bauen wir ein Milizenhaus, das Truppen und den Helden Bart zur Verfügung stellt. An die Waffen! Kann ich euch helfen? Okay, wir haben hier einen Höhlentroll. Oder einen Kampftroll sogar vielmehr schon. Also noch ein höheres Kaliber. Zu euren Diensten. Sehr gut. Dvalin auch am Start. Sie haben die Festung unserer Verbündeten zerstört. Unser Plan geht nicht auf. Entschuldigung angenommen. Irgendeine Festung wurde zerstört. Was weiß ich welche. Wenn du noch mehr Festen willst, dann solltest du mit mir reden. Was gibt es Neues in den Ersten? Ich habe ihn gesehen. Gollum. Wo soll jetzt Gollum genau sein? Keine Ahnung. Verspätet sich nur. So. Er wanderte gen Norden zu einem Treffen unserer Sippe. Machen wir das hier nochmal alles platt. Es wurde gar nichts abgesagt. Sehr schön, da sind wir auch gut dabei. Ich denke, dass es nachher regnen könnte. Das gefällt mir alles äußerst gut. Wir sind hier natürlich auch recht nah an der Base des Feindes, so Balin. Dvalin, korrigiere. Wie viel kostet Bart denn jetzt? 910, das ist auch recht günstig. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Gib mir einen Moment. So, wo bleibt Balin? Balin. Keine Orks zu sehen. Du sollst hier reingehen, Mann. Auf unserer Seite. Aber bisher läuft es wirklich gut, muss ich sagen. Ich hoffe, wir werden das auch dementsprechend halten können. So, na gut.
Wenn du noch mehr fressen willst, dann solltest du mit mir. Ich bin kein Held. Du kommst da mal ein bisschen raus. Hier können wir jetzt schon mal Barry rekrutieren. Den Drachentöter aus Seestadt. Das passt auf jeden Fall. Ein Berg. Sehr gute Arbeit, Jungs. Sehr, sehr gute Arbeit. So, Dwalin. Komm ran hier. Kannst du auch noch bei der Party mit dabei sein. Jetzt wurde alles abgesagt. Trinkt aus auf drei. Okay, das musste jetzt gerade mal sein, Bofur. Du hast nämlich enorm aufs Maul bekommen. So. Bart, sehr schön. Dann können wir eigentlich auch schon mal Seestadt-Schwertkämpfer rekrutieren. Schicksalskräfte sind auch gut am Start. Dann bauen wir gleich mal noch einen einsamen Turm hin, um unsere Position hier zu zementieren. Er ist ein Zauberer. Der tut, was er will. Wir werden angegriffen. Alles in Ordnung? Leute, lasst den Scheißtroll nicht den Turm plätten, bitte. Das wäre überhaupt nicht gut. Sehr schön. Sehr schön. Und die Musik ist natürlich äußerst passend. Hier nochmal verbesserte Verteidigungsmaßnahmen. Was wir hier auf jeden Fall mal machen können, ist eine Zwergenschmiede zu bauen. Und ich denke auch einen Steinbruch. Wie viel kostet ein Steinbruch? 400. Na komm. Gib mir Rohstoffe. Ich will zurück. An die Front. So, Bofur. Nicht aufgeben. Bilbo kann sich noch mal ein bisschen zurückziehen. Sehr schön. Die wird Bilbo uns beschaffen, diese Rohstoffe. Nein, ich glaube nicht, dass wir das in sehr schön. Die Schmiede ist fertiggestellt, habe ich da gerade rausgehört. Können wir schon mal die geschmiedete Klingen erforschen. So, legt den Nazgul um, Freunde. Sehr gut. Da haben sie uns eingefroren, die scheiß Hexenmeister. Kleiner Wuchtschlag. Dwalin, gefällig. Ich sagte, kleiner Wuchtschlag, gefällig. Dwalin. Sehr gut. Ich kann nicht sehen, wo der Pfad hinführt. Ja, ich würde sagen, die Elben haben hier schon ein wenig Vorarbeit geleistet. Sammelt euch! Das lassen wir doch nicht auf uns sitzen. So. Achso, es wird gerade repariert, alles klar. What the fuck? Da steht irgendwo ein scheiß Katapult. Okay. Unsere Gebäude! Das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Dass da so ein verkacktes Katapult auf mich schießt. Seid ihr bereit? Aber eigentlich können wir jetzt hier nicht so an Boden verlieren. Aber so kriegen wir halt keine Einheiten mehr. So. Wir haben jetzt geschmiedete Klingen. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Ich warne dich. Ihr könnt euch mal darum kümmern. Zu dritt. Los, auf geht's, Freunde. So, kannst mal deine Brüder ranholen. Sehr schön. So. Zieht euch zusammen, zieht euch zurück. Die Menschen aus Tal können jetzt in Scharen kommen. Sehr gut. Bofu ist hier am Start, alles klar. Okay. Da sind wir auch gut am Start. Also ich denke, wenn wir das hier noch ein wenig halten und unser Helden weiter leveln, wir mit Durins Tag und Co. sehr kranke Fähigkeiten bekommen, dann wird da schon was. So, da sind sie alle gestunt. Die Penner. Das ist
So, in der Schmiede können wir dann mal Kettenhemden erforschen. So, sind alle Helden jetzt hier am Start? Noch nicht ganz. So, wir treiben sie mal zusammen, unsere Helden. Und dann einmal Heilung für die gesamte Crew. Bilbo zieht sich wieder ein bisschen zurück. Menschen aus Tal kommen Rege hinterher, das ist gut. Sie wollen unsere Gebäude! Meiner Tasche. Sehr gut. Sehr, sehr gut macht ihr das alle. Ich kann mich nicht einfach ins Blaue aufmachen. Ein Berg. Erhebt euch, Menschen aus Tal! So, vorwärts. Sammelt euch! Menschen aus Tal! Vor euch spendiere ich jetzt mal eine Runde geschmiedete Klingen. Wie kommt ihr darauf, dass ich euch helfen würde? Bart schießt mal damit drauf. So. Hofur kann mal hier drauf gehen. Mit seinem Kettenbeben. Das ist ja der Held für die, ja, wie soll ich sagen? Für die Gebäude so ziemlich. So, da mal das Kettenbeben. So, Kili und Fili nochmal ranholen. König im Exil. Unverwundbar. Das gesamte Programm, wenn man so will. So, und ich glaube, der erste Feind wäre damit so ziemlich geplättet. Angmar schießt schon wieder da drauf. Ich krieg einen zu viel. So. Sehr schön. Celeborn auf Stufe 10. Tut er auch sein Nötigstes. Sehr gut. Okay. Der erste Feind ist down. Dann sollten wir jetzt Angmar mal ein wenig Beine machen, weil die... sind gerade tatsächlich am nervigsten. Menschen aus Tal. Gut. Wir bekommen aber fleißig weiter Menschen aus Tal rekrutiert, so ist es nicht. Wir können dann auch mit dem Erdbeben hoffentlich relativ kurzen Prozess mit Angmar machen. Sie treffen Zwerge, Waffen! Weiter! Gut. Wir haben jetzt hier zwar Dunkelheit am Start, aber das sollte eigentlich nicht so wild sein. So. Wir machen jetzt zuerst Angmar fertig, weil Angmar uns tatsächlich am gefährlichsten noch werden kann, meiner Meinung nach. Ich meine, wir haben schon eine erhöhte Feldposition am Start, gar keine Frage. Kommt hier nicht zu nahe! Aber trotzdem kann es nicht schaden. Sammelt euch! Sie wollen unsere Gebäude! Da jetzt weiter drauf zu gehen. Kann ich euch helfen? So. Boah. Bitte lasst es sie nicht kaputt machen. Menschen aus Tal! Die Beteiligung maximal ein 14. des Gesamtprofits im Fernanfang. Schön die Bastarde plätten. Sehr gut. Alle Mann an die Bögen! Worum geht's? Will keine Schwierigkeiten, verstehst du? Schon möglich. Aber tatsächlich sind wir nicht stark genug aufgestellt momentan, um da jetzt alleine drauf zu gehen. Komm hier. Deswegen knüpfen wir uns zunächst Mordor vor. Was habe ich? Denn Mordor hat traditionell die schlechtere Verteidigung. Schon möglich. Das kann man durchaus so sagen. Oh, wir brauchen definitiv Feuerpfeile. So, unsere Festung hat ein wenig gelitten, aber es ist eigentlich halb so wild. Nein, belassen wir ihn nicht damit. Ich brauche jetzt diese 10 Fähigkeitspunkte, um endlich meine... Oh, sehr nice, ein End. Um endlich meine... Menschen aus Tal! Mein Erdbeben loslassen zu können. Das wäre jetzt so das nächste Objective. Es ist soweit! Es wurde gar nichts abgesagt. So. Ich werfe eine ganz ehrliche Rost. Alter, was geht denn jetzt ab mit dem Pfeilhagel hier? So, Bart, du kannst da mal was errichten. Kannst hier drauf gehen. Gut, Monsieur End.
hilft fleißig mit. Schade, das alles hier rumliegen zu lassen. Ihr könnt es jeder mitnehmen. Sind Sie? Der Feind naht. Das Ding lebt auch noch. Halten Sie von unseren Gebäuden fern. Wir brauchen mehr Rohstoff. Sehr gut. So. Thorin auch bald Stufe 10. Dann wird er zum König und kann richtig schön weiter leveln. Das wäre nicht schlecht. Mal, wann sind denn die Feuerpfeiler endlich am Start? Sie haben die Armee der Toten gerufen. So, egal. Erhebt euch, Menschen aus Tal! Werft sie zurück! Wir gehen jetzt hier oben hin und machen erstmal Mordor platt. Flammenpfeile sind bereit, habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. Sehr schön. So. Was war das? Es geht gleich wieder. Sammelt euch! Gut, kommen weitere Menschen aus Tal nach? Ja. Dann sollen die schön hier hervorrücken. Dass Angmar da aber auch noch so gut gegenhält, ist schon beeindruckend. So, Erdbeben ist da. Das ist natürlich eine feine Sache. Kankra ist auch da. Das ist nicht so eine feine Sache. Kankra ist nicht mehr da. Der Drachesmarkt hat nicht mehr gesehen seit 60 Jahren. Weiter, weiter! Na los. Kämpft, Menschen aus Tal. Kämpft! Die Elben sind an unserer Seite. So, dann eröffnen wir jetzt mal die Party. Ein Berg. Menschen aus Tal, es ist soweit. So. Yes. Seid ihr bereit? Thorin muss Stufe 10 erreichen. Das wird jetzt hier elementar wichtig, weil dann kann er 50% zusätzlichen Damage an seine Kollegen geben. So, Kettenbeben. Auf geht's, Ofur. Sehr nice. So, Thorin ist Stufe 10. So, stell mich auf die Bäume, du Halbaffe. Ich bestimme hier, ich bin der Boss. Das heißt, wir holen jetzt hier die ganzen Kollegen ran. Und jetzt Glanz des Arkensteins. 50% zusätzlicher Schaden. Und das dürfte den Jungs ordentlich zu denken geben. Sehr gute Arbeit. So, wir gehen mal auf die Zwergenrunen, denn ich möchte Gandalf eigentlich auch noch gerne am Start haben. So, kleine Packung Heilung für euch. Kommen da noch welche nach? Scheiße, die bombardieren das Ding wieder, oder was? Naja, gut. Ich bin ein Beutling. Auf Beutelsein. Da geht die Zitadelle zu Bruch. Wieder einmal. Die Elben sind hier auch richtig nice am Start. Seid ihr bereit? Werft sie zurück! So, das dürfte Feind Nummer 2 sein. Und dann... Ihre Festung zerbröselt die Trocken. Gott, denke ich mal, bewahren wir uns Angmar. Was ist da? Wie das Filetstück bis zum Schluss auf. Wartet! Das wäre jetzt mein Plan. Menschen aus Tal! Gut. Uns fehlen gerade so ein bisschen die Zwergen noch im Kampf. Deswegen baue ich hier jetzt nochmal ein Lager hin. Der Feind ist nah. Und werde da nochmal ein paar Zwerge rekrutieren lassen. So, Halle der Krieger und noch eine Halle der Krieger. Und dann versehen wir das Ganze nochmal mit ein paar Verteidigungsmaßnahmen. Durinstag können wir auch wieder machen. Das ist gegen so ein paar Orks immer sehr effektiv. So, vorwärts. Einmal den Troll killen bitte, bevor er größeres Damage anrichtet. Ich sagte den Troll killen. Sehr gut, okay. Die Ungebrannten. Elite-Ausrüstung sollten wir dann auch nochmal erforschen. Und dann können wir hier schon mal Phalanx Eridluins ranholen. Ich habe nichts gesagt. Schön alle auf aggressiv, Freunde.
So, König unter dem Berg. Alle verbündeten Einheiten kurzfristig 30% mehr Rüstung. So, schön weiter Zwergeneinheiten rekrutieren. Ich vermisse meine Bücher. Gollum brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Bald können wir dann auch Gandalf rufen. Hier sind die Elben, die Ents, alle mit dabei. Sehr gut. Elite-Ausrüstung ist abgeschlossen. Sehr geil. Dann holen wir da doch mal die Ungebrannten ran. Dürften auch nicht allzu wenig Damage machen. Und Günther Gandalf, der Graue, kann dann auch gleich nochmal aufs Schlachtfeld kommen. Was ist los? Das ist einfach geil, Leute. Ja. Ich brauche ein paar Hüter. Hier. Bitte. So, ein wenig Heilung für die Crew. Hier dürft ihr auch mal ein wenig Damage drauf machen. Nur Bart hat noch die Stufe 10 erreicht. So. Dann graden wir doch mal unsere Jungs ab. Bauen hier noch ein paar Minenschächte hin. Damit wir ein wenig mehr Kommandopunkte erhalten. Braucht jemand ein paar Hüter? Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert. Ah, geil. Das heißt, Angmar wurde da oben schon geplättet von den Jungs. Naja, den Jungs aus Lothlorien, ne? In dem Fall. So, dann haben wir auch noch eine Bataillon Ungebrannte. Oh, nice. Also diesen Sieg werden wir so richtig schön auskosten. Gandalf wirft ein paar brennende Kiefernzapfen. Ja, Jungs, was seid ihr für Zwerge? Ihr müsst mitmachen hier. Auf geht's. Auf geht's. So, Gandalf. Auf geht's. Funkenexplosion. Und dann hier nochmal ein wenig Zauberei. So, und ich denke, an sich sollte jetzt nicht mehr viel anbrennen. Nice. Ja, das war eine richtige Rampage, Leute. Da seht ihr unsere Helden. Dwalin, Balin, ein paar Elben stehen noch herum, Beorniger. Ja, man könnte sagen, dass das Zerstörung war, auf ihrem höchsten Maße. Ich meine, nicht mal 28 Minuten für 4 Feinde. Mich würde mal interessieren, ob die Elben besser waren oder wir. Ich würde mal auf die Elben tippen. Alter, guckt euch die Rohstoffe an, 28.000, alles klar. Ja, aber wir immerhin auf Platz 2. Die Elben natürlich übertrieben gut. Angmar wird hier als schlechtester von den Brutalen dargestellt. Die haben mir ehrlich gesagt am meisten Ärger gemacht. Naja, halb so wild. Gucken wir noch einmal drauf. 40 errichtete Gebäude, 14 verloren, zerstörte Gebäude 24. Und die Elben mit 40 vernichteten Gebäuden nicht schlecht. Aber wir haben das bessere Verhältnis. Wir haben auch mehr vernichtete Einheiten als die Elben tatsächlich. See statt Schwertkämpfer am häufigsten rekrutiert. Ja, 9 Helden ausgebildet, keiner gefallen. Bei uns ist einer gefallen. Das war Bilbo einmal, meine ich. Ja, können wir noch die anderen Statistiken durchgucken. Insgesamt muss man sagen, ein verdienter Sieg für uns und damit ein Sieg auf der Karte Nanduhirion. Und demnächst wird es ein wenig ruhiger zugehen, dann sind wir nämlich in Norditalien unterwegs. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao!